Und damit herzlich willkommen, seid gegrüßt zu einem feierlichen 30. Part von Among Us. Part 30 Among Us. Dass es mal so viele Parts von Among Us werden, hätte auch niemand gedacht. Einige Parts kamen ja schon hier von Lenificate aus dem Stream, wo ich mit Lenificate gespielt habe im Livestream. Ja. Und ja, heute Part 30. Juhu, hurra, Jubiläum. Rundezahl. Los geht's. Viel Spaß mit diesem jubiläumshaften Part. Let's go. Deswegen so, wie sind wir zu 10? Jetzt kannst du losgehen. Reindrücken hier. Let's go. Nächste Runde. Da hat er aber recht. Jetzt mal ein bisschen entspannter jetzt in die nächste Runde. Bitte. Ich kollabiere hier sonst. Ein bisschen Continuation hier, ein bisschen hier sachliche Gesprächsdebattenkultur hier. Ein bisschen ein nach dem anderen. Wenn man sich mal streitet zwischendurch, wenn mal einer der anderen dem anderen ins Wort fällt, das ist klar. Aber dann spricht man zu dritt oder zu viert. Wenn man sich gegenseitig ins Wort fällt und miteinander streitet. Das ist klar, aber niemals zu fünft oder zu sechst, das ist. Einer nach dem nächsten. Ins Wort fallen ist manchmal okay, aber es ist echt, ich bin da ein bisschen sensibel. Na klar. Keiner hat ihn gesehen, blau war's. Natürlich stelle ich jetzt erst und dort im kleinen Kämmerchen, wo mich keiner entdeckt. Meine Leiche wird nie wieder entdeckt werden. Na Lenny, kommst du rein? Siehst du meine Leiche? Er sieht meine Leiche. So, mal da, wo her. Ja. Oh, ich habe hier gerade Elton. Ja, viel Spaß. Ich habe den Zwergi gerade in Koms gefunden. Junge. Und der Güsige ist auch tot. Der Güsige war gerade eben noch in O2. Dann haben wir uns aber getrennt auch schon wieder instant. Also das war ja, wohl irgendwie. Stimmt, der kann nicht allzu weit weg von O2 sein. Ja, Tevio, was hast denn du gemacht? Oh. Also nachdem du Zwerge umgebracht hast. Oh. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, nein, ja, sag mal wirklich, was du danach gemacht hast. Erstens habe ich ihn nicht umgebracht. Ich habe auf den Vitals gesehen. Den brauche ich jetzt nicht schreiben. Sonst habe ich das Licht rausgebracht. Das habe ich gesehen. Weiß ich halt nur nicht. Ach, Jesus ist ja tot. Ich habe gesehen, dass er tot war. Nee, mehr, ey. Weitermachen. Ja. Lucy. Doch, doch, doch. Bist du in Lost, als die Lichter aus waren, waren wir in Matt? Ja, aber er meinte halt, er stände bei Vitals. Ja, als die Lichter aus waren. Ach so, ja. Lichter aus waren, war da nicht. Kann ich gar nicht da gewesen sein. Also, ich bin auf den Communications safe. Und war auf dem Weg zu den Lights. Aber und Güsi kann auch nicht lange tot sein, weil das ich drauf geschaut habe, war er doch dran. Also, Leute, merkt euch, Lucy 100% safe. Auf dich höre ich gar nicht mehr, Alter. Also, die Sache ist, Apple ist mir gerade in Office entgegengekommen. Von der Richtung, wo die Leiche jetzt gefunden wurde. Ja, weil ich aufs Admin-Table gucken wollte, wo ich die Leiche liegen könnte. Aber warum läufst du, um aufs Admin-Table zu schauen, von Lifelines raus aus Office und dann wieder rein? Stell, warum übernimmst du wieder die Führung? Weil ich schon gesagt hat, wo die Leiche liegt. Weil ich Licht Leute, ich muss auch gucken, weil der Licht auf Toilette kann einer auf mich gleich aufpassen, während ich weg bin. Ja, wir töten dich, keine Sorge. Alles klar, okay, also wir machen das jetzt so, wir skippen alle. Aber dann laufen wir alle weg. Ja, pass auf. Wir skippen jetzt alle. Und die beiden Imposter bleiben im Office stehen, alle anderen laufen weg. Beide Imposter töten Lucy und dann tun wir so, als wäre nichts gewesen. Das ist eine richtig gute Idee. Und nebenbei wissen wir dann noch, wer Imposter ist. Das ist praktisch. Ja. Dieses lebende Soundboard einfach. Aber sag das nicht vorher. Und deine Mutter. Sonst ist es zu auffällig. Also wir wollten Telekit, ne? Der war das jetzt. Ja. Genau. Skybreaker ist der lebende Beweis dafür, dass
Das? Das? Vollende diesen Satz. Okay. The fuck. Ja. Sorry, Sky, aber ich bin richtig salty. Nutz dich, du Sack. Während der Hund dann wird sich gemuckt, das hier. Das ist doch nicht skandalös. Da wird nicht geredet. Tote erzählen keine Geschichten. Na gut, okay, er ist noch am Leben, aber während der Hund wird sich gemutet. Grad, alter Schwede. Note clear. Und hier Raketenstart verhindern oder auch nicht. Keine Ahnung, was diese Task macht. Die hat für mich noch nie Sinn ergeben. Ach, da oben habe ich noch den. Denn das Licht kann ich sowieso nicht fixen. Als Geist macht ebenfalls Sinn. Makes sense. Einen Task habe ich noch. Oh, ich bin nicht wieder mit das. Ja, der Tod. Where the kill happen? Ich bin wieder da. Also, ich find's lustig. Puh. Warst du jetzt die ganze Zeit weg, Lucy? Ja. Okay, ich war die ganze Imposter, Zeit bei ihm. die Imposter haben safe einen Hasskick auf Lenny oder so. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht liegt in Comms? Nein, in Office. So lame den fucking Stream bei Vitals liegen, oder? Weil Lenny ist gerade, also ich stand die ganze Zeit bei Lucy, Lenny ist gerade unten am Gang entlang Richtung Vitals gelaufen. Jetzt ist er tot. Nee, links. Oder? Links, Office. Links? Ja. Oder ist halt, ich hab ihn unten halt im Gang gesehen, deswegen. Das ist halt das Witzige, dass. Also. Im Endeffekt könnte es dann eigentlich nur Kami sein. Da ich den Hinweis, dass du da warst. Ja, aber die Sache ist halt, ja, Lucy ist halt safe. So, ne? Elfitan hat reingehauen. Das heißt, wir haben schon mal einen Imposter wenig. Das heißt, es ist nur noch Kami. Ja, vermutlich. Oder ein Selfie-Pod, weil Lenny ist gerade unten noch an mir, also unten am Gang noch durchgelaufen. Also ich würde ja jetzt sagen, Elfni-Chan könnte mich proven, dass ich da nicht in der Nähe war, aber das ist jetzt halt blöd gelaufen. Was? Ist Elfni jetzt gegangen? Felix hat mich noch in Sekunden, dass ich bei Lucy war. Ich war nur kurz beim K2 prüfen und bin wieder zurück zu Lucy. Ja, das Problem dadurch ist jetzt, dass Elfni-Chan lief, dass wir disconnect hatten. Also bin ich ja, disconnect. Ja. Meinte ich ja damit, ja, dass wir jetzt voten müssen. Wie gesagt, Lucy ist safe. Tefiel kam mir eben entgegen. Ich bin für Skybreaker. Ich bin auch für Skybreaker. Ja, aber Lucy kann mich doch auch proven. Ja. Was ist denn mit euch? Skybreaker ist definitiv nicht. Wir haben den Scan gemacht. Ja. Okay. So. Wie gesagt, Kami stand jetzt die ganze Zeit in Office. Maybe. Stand neben Lucy. Ich fand, also. Ganz ehrlich, hätte ich gesagt, ich stand die ganze Zeit in Office bei Lucy, wenn ich gerade Lenny in Office getötet habe. Ja, kannst du ja als Alibi einfach ausnutzen. Das ist halt die Sache. Das ist aber ein richtig dummes Alibi. Ich weiß halt nicht, dass Felix schon wieder gegen mich hat wegen letzter Runde. Ey, Felix, ich hab dir gesagt, das tut mir leid, aber trotzdem muss ich jetzt nicht so offen reinpacken. Das ist das verdammte Echo, mein Junge. Ach so. um deinen Satz übrigens zu vervollständigen, ich bin quasi der Grund, warum Imposter verlieren. Okay. Ja. Also, Felix, Kami, Charlie, ich weiß. Tevye, Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß es legit nicht. Gut. Votet random nicht, obwohl ich das waren diese Bauchgefühl-Votes. Alles klar. Votet einfach random nicht. Darf ich kurz aus dem Jenseits sagen, dass es absolut komische Votes waren? Ja, dadurch, dass Lenny das gesagt hat, wissen wir, dass es Taylor Kid ist. Oder nicht? Habe ich noch einen Task irgendwo? Ja, ich habe noch einen dort bei Laboratory. DTD. Jetzt mach mal, bevor ich jetzt hier mal wieder, bevor ich jetzt wieder hier
rausgerissen werde. Jemand. Genau deswegen. Uff! Ja, bitte! Wir haben uns hier versammelt, weil es wirklich, wirklich wichtig ist, einen Imposter jetzt auszubauten. Ina ist ja schon oder liebe Skype! Charlie! Und das ist nicht lange her, weil ich war noch kurz bevor. Elfie ist ja schon raus. Wo liegt denn der überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Sky war in Lab und ist runter zu Specimen. Ich bin gerade so Richtung Specimen gelaufen. Ich weiß nicht, ob er nach links ist zu Kabel oder in Specimen rein, aber ich bin gerade durch den Decon gelaufen. In Specimen ist keiner. Okay, ja, dann kann Lucy und ich das nicht sein. Ich bin gerade durch Decon gelaufen und da war ist mir Charlie entgegengekommen. Also wenn jetzt wirklich Sky in Specimen gelaufen ist, so wie ich es gerade vermute, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe. In Specimen ist keiner. Ich finde alleine da rein. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich da eine Leiche getötet hätte. Also. Also ich bin weiter auf Skybreakers Seite. Ich kann halt auch dann nur Charlie voten, weil ich bin's wirklich nicht. Wirklich. Ich hab Sky gerade gesehen, aber in Lab. Ich bin mal. Hey Kami, weißt du noch, wo dein Schlüssel war? Oh fuck. Nee, sorry. Also ich merke mir das nicht. Das ist blöd. Ich merke mir das echt nicht. Charlie, weißt du noch, wo dein Schlüssel war? Ich glaube, vorhin war er links Mitte. Ich weiß nicht, ob das sich von Runde zu Runde ändert, aber. Wir sind ohne mehr. Wo war denn deiner, Tevye? Meiner war rechts, zweite von unten. Das ist doch völlig falsch, was du da sagst. Nee, das ist absolut richtig. Ja, stimmt. Gut, du bist raus. Meiner war ganz links. Hat eine gute Stimme. Nee, links. Ganz unten links. Ich wüsste jetzt halt echt gerne, ob ich auf Sky in Specimen reingelaufen ist oder nicht. Oder es ist auf einer reingelaufen. Eigentlich ja, eigentlich hätte Felix das halt auch noch sehen müssen. Also wir haben drei Leute, die jetzt... was denn? Felix ist approved. Das kann ich irgendwie von Skybreaker... Also für mich sind okay. Zwei Leute... Lucy, bitte nicht zu viel Verteidigung. Also Kami und Charlie sind die einzigen, die irgendwie in der Nähe gewesen sind. Ja, wir wissen ja nicht, ob er da ist. Ich habe ihn halt nur vorhin im Lab gesehen und da ist nach rechts runtergelaufen. Ich weiß halt nicht, wo er danach hin ist. Ich war dann am Teleskop. Also wir müssen jetzt voten, ne? Ja. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Ich bin eher für Kami oder Trevor. War Tevye nicht die Runden davor irgendwie sass? Keine Ahnung. Ich war nie sass. Tevye habe ich halt random die letzte Runde gewotet. Ja, weil ich ein Bauchgefühl. Das war mein Bauchgefühl. Ich habe ein schlechtes Bauchgefühl bei dir. Deswegen habe ich nicht gewotet. Das muss ich. Ein Bauchgefühl. Ich kann es nicht begründen. Das ist einfach ein Bauchgefühl. Ja. Mein RTL! Es ist mein Bauchgefühl sagt, er ist es. Ich bin es nämlich definitiv nicht. Oh, bitte. Werden wir jetzt ja, haben sehen. Wir schon ein... Und die Wahrheit. Wir haben noch keinen rausgewortet. Es war richtig. Ach, Leute. Ich muss da meinen Task machen. Verdammte Scheiße. Es wird hier nichts mehr. Okay, die sind jetzt beschäftigt. Wo ist der scheiß Planet hier? Wo ist die Kacke? Hier. So, jetzt kann ich den anderen zuschauen. Felix weiß nicht, aber N4 ist gegangen. Also nicht ganz, sondern gegangen. Gegangen. Nicht die Kanone, sondern gegangen. Oh, Lenny hat gerade ein bisschen einen Hops gemacht. Bauchgefühl? Kann nicht nur Lenny. So sieht's aus. Mein Kindchen. Oh mein Gott, das ist Tevye. So schlecht, Digga. Willst du mich verarschen, Digga? So schlecht. Willst du mich verarschen jetzt?
Also ich stand gerade an den Camps und habe ihn gesehen, wie er bei, ich war gerade in den Camps, Junge. Willst du mich eigentlich für bewerben? Oh, jetzt dreh den Spieß doch nicht um, Alter. Ich war die ganze Zeit an den Camps und ich kann dir auch sagen, du bist da vor knapp Charlie 15 Sekunden. Ich habe Charlie hör mir zu. Gesehen, wie sie in der Nähe von Admin war und runtergegangen ist. Und Charlie, hör mir zu. Tevio ist für circa 15 bis 18 Sekunden bei Dings vorbeigelaufen, bei Communications. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Richtung O2 und genau da liegt jetzt die Leiche. Absolute Lüge. Ich war die ganze Runde bei Cam. Ich war nur ein Cam und hab geguckt. Charlie, hör auf dein Herz. Alter, Felix, wenn du mich verarscht, ne? Du bist so unten durch bei mir da. Charlie, mach das nicht. Charlie. Weiß vorhin gesagt. Lass dich nicht beeinflussen. Bitte. Was vorhin von gesagt wurde, so scheiße intensiv, so sensibel, das ist halt, wenn ich selbst nicht flüstere oder wenn jetzt die Geburt laut reden, so sieht's aus. Skybreaker, du hättest Felix sehen müssen, Alter. Gerade demonstriert. Ja. Die Lights waren aus, Lenny. Ja, ich weiß, aber das hätte eigentlich noch in den letzten 2 Millimeter laufen. Ich muss mich entmuten. Pass auf, die Sache war die, ich weiß nicht, was mit dem NA-Ping wieder los ist, aber als Felix mich gekillt hat, stand er oben bei der Tür. Warum bin ich jetzt blau? Zu Electric, ne? Also halt die, wo du aus Electric rausgehst, und ich stand schon fast an der unteren Tür. Und er hat mich über die Distanz gekillt. Ich hab keine Ahnung, Alter. Kann ich Braun wieder haben? Alter, Felix hat leider echt so eine gute Nummer zum Schluss noch abgezogen. Leute, kann ich meine Farbe wieder haben? Ja. Der ohnehin schon dreimal sass war, was ich überhaupt nicht. Ich will meine Farbe zurück. Ohne Grund! Ja, vor allem, ich hab am Anfang gesagt, ja, er kam mir da aus der Gegend, kam er mir entgegen, aber danach war er kein einziges Mal mehr sass, warum der jetzt gevotet wurde. Also, Teffi, darf ich meine Farbe zurückhaben? Also, ja. Ey, da fliegt 11 die Kran raus. Er holt das trotzdem mal. Pack's nicht. Meine Frau ist eigentlich weiß, aber die gebe ich jetzt mal Skybreaker. Das ist jetzt da stehe ich nicht drauf. So, haben alle ihre